Pritchard, das Sendezentrum von Panchaya befindet sich in der Basis der Station, in der Nähe des Meeresgrundes. Stimmt das? Ja, aber durch die Abriegelung wurden sämtliche Schutztüren verschlossen. Sie kommen da nur runter, wenn Sie sie manuell öffnen. Und zwar oben im Turm. Alles klar. Ich hätte vielleicht ein Skalpell statt eines Vorschlaghammers verwenden sollen. Aber wir leben in verzweifelten Zeiten, Mr. Jensen. Das verstehen Sie doch sicher. Es war mein Genie, das die Technologie erschaffen hat. Meine Vision, die Seraph und Zao und all die anderen verführt hat, die nun davon zehren. Sie wollen von meinen Forschungen profitieren, ohne zu begreifen, welche Gefahr Leute wie Sie für die Menschheit darstellen. Ich bin der Einzige mit dem nötigen Weitblick, dem Verständnis, um zu erkennen, was getan werden muss. Leute wie ich? Leute wie ich? Die Rettung der Menschheit kümmert Sie nicht, Darrow, egal wie oft Sie das auch behaupten. Sie sind einfach nur neidisch. So einfach ist das. Alles, was Sie heute tun, dient nur Ihrem verletzten Ego, weil Sie es nicht ertragen, dass andere Sie hinter sich lassen. Und wer könnte sich wohl mit Egos und Neid besser auskennen als Sie, nicht wahr, Mr. Jensen? Sie und ich, wir sind die zwei Seiten derselben Medaille. Ich hätte Sie sein können, wenn dieses verdammte Blut in meinen Adern nicht wäre. Aber meine eigene DNS hat mich verraten, mich zu einem Leben als Krüppel verdammt. Und ich bin nicht der Einzige. Solange diese Technologie existiert, wird die Spaltung der Menschheit weitergehen. Helfen Sie mir, uns alle wieder gleich zu machen.
Wenn Sie die Zukunft nicht haben können, soll sie niemand haben, richtig? Wachen Sie auf, Darrow. Sehen Sie sich an, was Ihre Besessenheit der Welt antut. Wenn all das hier vorbei ist, wird nichts mehr bleiben, außer Anarchie und Angst, die in der Asche brennender Städte schwelen. Wie soll daraus wieder etwas aufgebaut werden? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Es muss noch irgendetwas geben, eine Hoffnung auf Erneuerung. Denn ohne Hoffnung bleibt nichts mehr. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, Mr. Jensen. Die Codes, um Panchayas Sicherheitssystem abzuschalten. Aber Sie werden dennoch in Gefahr sein. Ein Großteil des Systems ist selbstbestimmend und tödlich. Wenn Sie sehen, werden Sie es vielleicht verstehen. Meine Technologie wird nicht die Zukunft sein, die wir uns wünschen. Bitte, helfen Sie der Welt, das zu verstehen. Die Codes müssten Ihnen helfen, Panchayas Sicherheitssystem, das Hiram-Projekt, abzuschalten. Wenn Sie es sehen, werden Sie es verstehen. Für diese Technologie ist in dieser Welt kein Platz. Pritchard, die Abriegelung ist aufgehoben. Ich gehe jetzt zurück zum Hangar, um zu sehen, ob die Schutztüren offen sind. Haben Sie irgendjemanden geortet? Ich kriege ein paar Fetzen rein, aber das Rauschen ist viel zu stark. Ich glaube, dass Sie auf sich allein gestellt sind, Jensen. Vorsicht, Francis. Sie klingen ja fast, als täte Ihnen das leid. Wir sinken! Wir werfen alle aus! Verstecken! Sie war versteckt!